Moin, moin Matrosen, hier ist der Klabautermann und der Tommy von Two Crazy Games und von Klabautermann LP. Tommy, wie geht's dir? Hallo, Klabbi, schön dich zu sehen und zu hören. Ich pack mich mal mein Gesicht ins Eck. Wie geht's mir? Mir geht's gut. Es ist Sonntagabend, ich muss morgen wieder arbeiten. Besser kann's mir gar nicht gehen. Jetzt müssen wir langsam entscheiden, wo wir rausgehen. Nach hier. Nein! Georg und Paul, da sind ja alle. Wo war's? Fünf, vier, drei, jetzt. Jetzt, okay. Jetzt. Ich bin draußen. Bist du draußen? Hacke, ich bin draußen, ja. Gut, ich auch. Noch andere mit uns raus. Die sind so ein Stückchen vor uns. Mal sehen, wo die hinwollen. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Meine Aufnahme läuft im Übrigen, deine auch? Ja, meine Aufnahme läuft auch. Gut. Ich bin ja nur im Spieler-Noob. Oh, da liegt ein abgestürztes Flugzeug. Ach, ich depp. Ich weiß nicht genau, ich komme jetzt doch bei Rotzko raus. Hm? Ich habe, scheiße, die falsche Taste gedrückt. Ich bin ganz weit hinter dir, fürchte ich. Das bist gar nicht du? Nee. Ja. Ich versuche jetzt ins Wasser zu springen und einen... Ich hau mal ab. Ich glaube, ich komme zu dir. Ja, ich versuche mir ein Boot zu schnappen, was ich da unten im Wasser gesehen habe. Wenn du irgendwo ans Ufer kommen kannst, können wir uns treffen. Oh mein Gott. Oder ich kann dich auflesen. Wo bist du? Alter, wo bist du denn? Ich bin aus Versehen nicht nach vorne. Wobei das mit dem Boot bringt wahrscheinlich nicht viel. Oder? Glaubst du, es bringt was, mir das Boot zu schnappen? Oh Gott, schnapp dieses Boot, ich komme. Oder nee, komm hier entgegen, wir schnappen uns ein Auto, ich sehe ein Auto da hinten. Okay. Alter, du kannst doch nicht einfach so dich als... Ich hab auf E statt auf W gedrückt. Oh scheiße, da vorne ist auch direkt einer. Ja, bei mir ist wahrscheinlich auch relativ viel los. Und wenn wir uns dann treffen, bin ich völlig nackt. Ja, ich habe ja so noch gar nichts, ne? Ja, ich auch. Ich höre schon ballern. Tolle Runde. Wollen wir uns bei den Häusern, die vor dir sind, treffen? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Oh, hockt da jemand auf dem Dach? Ja, da ist schon einer auf dem Dach. Da war schon einer drin im Haus. Komm zurück. Komm, Klabbi, wir hauen ab. Immer im Zickzack laufen. Ja, ich renn jetzt halt erst los. Wow, ja, aber wohin? Ja, mir nach. Wer schießt gerade auf mich? Ich lauf zickzack, wie blöd. Ja, es hilft. Ja, immer im Zickzack laufen. Ja, natürlich hilft das. Wenn die alle betrunken sind, ist Sonntagabend, Mann. Die haben alle ein Bier getrunken. Komm. Da hoch zur Halle, wo ist das Boot? Okay, der ist gerade runtergesprungen. Im Wasser ist das Boot. Und ich bin gleich instant tot. Und ich kann mich ja nicht heilen. Ach du Scheiße, bist du wirklich gleich tot? Ja. Der hat mich ein paar Mal schon, hat er mich getroffen. Hast du das Boot schon? Ja, ich bin, ich hab's. Ich bin nur mal gerade ganz speziell ins Wasser spaziert. Ich glaube, er kommt uns nicht nach. Oh, scheiße. Wie komme ich in das Boot? Hin, dran schwimmen, F drücken. Ach so. Hä, wieso? Wie geil, wir haben beide keine Waffen, wir sind beide fast tot. Fahr! Ich guck mal auf der Map, wo wir gut hin können. Die an der Gabelung rechts. Oh ja, ich habe eine Idee. Wir fahren hier an die Küste. Wir fahren hier einmal drumherum, wenn das Benzin das hergibt. Also fährst du jetzt einfach weiter geradeaus. Was sagt das Benzin? Ja, das sieht doch halbwegs gut aus. Das ist okay. Ja. Jetzt rechts halten an der Einmündung.
Also wenn wir ein anderes Boot unterwegs sehen, dann lohnt es sich wahrscheinlich umzusteigen und da nochmal nach Benzin zu gucken. Und wir fahren jetzt durch Georgopol durch. Dann fahren wir aber schon aus der Zone raus. Das heißt, wir probieren das mal, ob wir da um die Ecke rumkommen, um den Zipfel. Wir brauchen nur ein paar Waffen und ein bisschen Sanitätszeug. So, nach dieser Brücke dürfte es dann bald breiter werden. Und dann kommt da vorne nochmal die große Brücke. Und dann können wir uns im Prinzip eher am rechten Ufer halten, aber nicht zu nah, dass die es nicht so einfach haben, auf uns zu schießen. Du meinst hier? Ja, du siehst... Nein, nicht ans Ufer. Ah! Okay. So, jetzt komm. Ist mein Plan, um die Landzunge drumherum zu fahren, ist damit vereitelt. Komm, wir brauchen Munition und dann müssen wir zurück. Wir müssen dich erstmal heilen. So, ich meine, wie hoch ist die Chance, dass jetzt genau hier einer ist? Keine Ahnung. Oh Mann, das habe ich richtig verkackt, glaube ich. Komm, sammel ein, was das Zeug hält, ey. Mach mir die Tür noch zu und dann renne ich mal ganz nach oben und sammle von oben nach unten ein. Ich komme dir entgegen gesammelt. Hier liegt ein Schuh. Oh ja, ein Helm. Wo bist du? Achso, in dem Nachbarhaus. Also eine Waffe habe ich. Geheilt bin ich noch nicht. So, wir müssen gleich los, ne? Wie, wir müssen gleich los? Ja, wir sind außerhalb des Spielerbereichs. Ist doch scheiße. Ja. So, ich habe ein bisschen Schmerzmittel. Ich habe ein Verbandspäckchen, das benutze ich gleich mal. Ja. Ja, im Endeffekt, wir müssen ja das Beste draus machen. Es nützt ja nichts. Wir hatten jetzt gerade einen übelst beschissenen Start, aber wir müssen mal gucken, dass wir dann vielleicht eventuell dann gucken, dass wir hier schleunigst. Toll, jetzt sehe ich cool aus, weißt du? So, ich bin wieder ein bisschen geheilt, aber nicht wirklich. So, bist du ready soweit? Also soweit? Irgendwie ein bisschen? Ein bisschen, ja. Ich dachte, wir hätten noch ewig Zeit, aber die blaue Zone kommt schon. Die blaue Zone kommt schon. Wir müssen schnellstmöglich zurück, sonst sind wir, wieder runtergekommen. Aber irgendwas leckt hier bei mir immer noch. Ich glaub's nicht. Aber jetzt am Ende dieses Spiels kann ich mal gucken, was... Irgendwas muss ja dein Internet belasten. Zieht dein Windows irgendwie ein Update? Ich hoffe nicht. So, ich bin wieder draußen. Welche Richtung nach? Wir müssen nach... Oder? Wo bist denn du? Hier? Also wir müssen einfach nur hier hin. Das ist die... Da müssen wir hin. Da, wo blau ist. Dann gehen wir doch nach blau. Das wird wahrscheinlich wieder eine totale Tortur, dieses Spiel. Aber ich habe unterwegs noch ein Boot gesehen. Also wenn wir zurückgehen, können wir nochmal auf ein Boot umsteigen. Und jetzt hier mitten durch die Stadt. Ja, wir können ja hier durch die Häuser. Da ist ein Auto, ich habe ein Auto. Okay. Aber das ist neben der Straße. Aber gut, egal. Rein. Fertig, los. Das Problem ist, wo komme ich denn? Erzähl. Du fährst die falsche Richtung. Ja, das Problem ist, ich muss ja erstmal hier rauskommen aus dem Auto. Ja, ich habe gerade auf der Map geschaut. Aus dem Dingens. Da kommt man raus. So, was hältst du? Folge ich da? dem gelben? Nee, dem hier blau. Jetzt auch gelb. Also an der nächsten Kreuzung rechts. Und dann würde ich fast hier hinfahren. Also jetzt links ins Geräusch rein. Links? Wenn die Leitplanke vorbei ist.
in das Haus dann mal reingucken? Ja, können wir machen. Ich bin zu blöd, da drüber zu springen. Hä, wo ist denn hier ein Eingang? Sag mal, irgendwas ist heute anders. War da noch was Vernünftiges drin? Vorsicht, Vorsicht, hinlegen. Hast du geschossen? Nein. Aber ich hab einen Schuss gehört. Irgendjemand schießt auf das Haus, in dem ich drin bin? Hä? Aber es klingt mir eher wie eine Fernwaffe. Ja, ja, das war... Hä? Hast du geschossen? Ja, das war ich, aber irgendwie... Von wo schießt denn der? Ich weiß es nicht. Kannst du an meinem Haus, wenn du aus dem Fenster guckst, Einschusslöcher sehen? Ne, ich sehe gar nichts. Irgendjemand ist gerade mit irgendwas weggefahren. Mit unserem Auto wahrscheinlich. Nee, mit etwas Kleinerem. Kommt auf uns zu, ist ein Buggy, kommt an uns vorbei. Okay, will den Nahkampf. Schleicht um mein Haus drumherum. Jetzt höre ich nichts mehr. Also an meinem Haus. Warst du das? Nein. Dann ist im Südeck von meinem Haus wahrscheinlich der Typ. Ich bin noch am Leben, aber... Ich auch. ist an kommt jetzt rein bei dir? Hast du ihn? Nein, ich komm nicht hoch. Ach, der ist einfach hin und her gelaufen. Das ist ja raffiniert. Scheiße, war denn das gerade? Immer ganz ehrlich. Boah. So, was ist jetzt hier der Engpass? Oh, Leute, das ist doch nicht wahr, ey. Vor allen Dingen... Mir fehlen die Worte. Mir fehlen so derbst die Worte gerade. Bist du tot? Ja. Okay. mach mal eine Überlänge, oder? Ausgang zur Lobby? Ja, können wir machen. Jetzt können wir uns ja die Anmoderation sparen, oder? Ja, aber geile Abendstimmung. Hast du das schon mal erlebt? Ja. Nee, noch gar nicht. Das sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. So. Ist wahrscheinlich mit dem letzten großen Abend gekommen. Wo hüpft man denn raus, Klobby? Ah, nochmal die gleiche Ecke, wo wir eben hin wollten. Irgendwie so nach da. Nee. Ja, okay. Nur diesmal werde ich auch weiter... Ich bitte darum. Ist das scheiße gewesen, ey. Ja. 5, 4, 4, 4, 3, 2, 1 und go. Vor allen Dingen, wie scheiße das war, dass ich einfach nicht gecheckt habe. Okay, da ist also noch ein Fremder, aber den habe ich gerade überholt. Der ist jetzt hinter mir. Weiß nicht, wo der hin will. Oh, ich fürchte. Ich lag ja auf dem Boden, ne? Und ich habe es nicht gecheckt, dass ich liege und dass ich meine Waffe nachladen muss. Ach so. Scheiße, okay. Ja, ich habe ja nur diesen scheiß Revolver gehabt. Sorry, aber das ist... Wir haben uns jetzt so ein bisschen eine doofe Ecke ausgesucht, weil da nördlich von uns der Trainingsground ist. Und, boah, scheiße. Rechts hinter uns kommen 1, 2, 3. Komm, hier ins Haus, Waffe suchen und Verteidigung. Ja. Ja, oder weiter nach Norden. Komm, hier, direkt hier, komm, wo bist du denn, Klammi? Ich komm, keine Sorge, ich komm. Gut.
Waffe. Mach mal die Tür hinter dir zu, wenn du rausgehst, dass die nicht sofort wissen, wo schon jemand drin ist. Keine Waffe. Scheiße. Sag mal, wieso nimmt er den Rucksack nicht auf? Jetzt nimmt er ihn. Sie verzögert. Bist du bei mir im Haus? Nee. Hörst du einen? Ja, aber ich bin jetzt mir sicher, dass du es bist, den ich höre. Oh, yes. Sag mal, was ist denn hier los? Wieso nimmt er weder Waffe noch Munition auf? Ich glaube, ich höre dich laufen. Ich hoffe, dass du mich hörst. Ich bin hier in dem anderen Haus, ne? Ja, das habe ich, bilde ich mir ein, für geschnallt zu haben. Fein, das bilde ich mir ein, geschnallt zu haben. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn ich dann hier diese Musik einspiele, weißt du? Diese lustige. Wenn ich dann sowas sage, wie ich bilde mir eines geschnallt zu haben. Richtig. So, ich habe dann noch eine SKS. Ich will wenigstens heute wenigstens einen Kill machen. In welchem Haus bist du denn? Hier drüben. Also die andere Richtung. Dann gucke ich mal, dass ich zu dir noch rüberkomme. Komm hoch. Ja. Oh, das ist gut, dass ich das gerade noch gemerkt habe. Ja, wo wollen wir uns verteilen? Beziehungsweise. Schlag mir doch mal die Tür vor der Nase zu. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie müssen wir mal gucken. Also ich habe auch ein bisschen Erste-Hilfe-Zeugs sammeln können. Ich auch. Gut. Ich habe ein bisschen. Ich habe Schnellwechsel. Hörst du was? Warte. Nee, okay. Du hörst nichts, ne? Nee, ich habe nichts gehört. Aber vielleicht haben die auch stillgehalten in dem Moment. War oben irgendwas, was sich gelohnt hat? Nee, nee. Hier liegt noch eine Waffe. Nee, ich bin erstmal gut ausgerüstet. Ich auch. Also ich mag die SKS. So. Dann Klubby, wir müssen. Ach Mann, immer dieser Stress. Oh, ja, es nützt ja nichts. Wir müssen wirklich. Wir haben. Scheiße, ja. Wir müssen. Wir haben den übelsten Weg vor uns. Und es wäre eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn wir jetzt hier irgendwo vielleicht ein Auto bekommen könnten. Kaputtes Auto. Klubby, komm, wir müssen. Wir haben 30 Sekunden ja, nur noch. Dann
Wobei der erste Kreis ja sehr langsam ist und auch noch nicht so viel Schaden. Ja, macht. Trotzdem, das ist trotzdem ein ewiger Weg. Und ich will halt nicht als Letzter ankommen. Ich hätte halt gerne mal so ein bisschen Panzerung. Also wenn uns jemand jetzt trifft, bin ich schnell hops. Nur um ein bisschen Mimi zu machen. War das scheiße, ey. Da unten steht ein Auto. Magst du fahren? Ja, ja. Ich bin scheiß Beifahrer. Ich bin geiler Beifahrer. Du bist einfach zu hot für diese Welt. So, den Feldweg runter. Und dann scharf links kommt auch schon die Brücke, über die wir drüber müssen. Mama! Halt die Backen! Ja. Du kannst auch links an den... So links an dem Turm, links rum mehr. Der Dacia ist echt scheiße zu steuern, muss ich schon sagen. Also mit diesem Turbo-Ding wollen hier. Wollen wir gleich weiterfahren oder wollen wir am Rand bleiben? Wir nehmen das Auto hier, wir nehmen den hier. Kommst du? Bin drin. Dann lass uns doch mal zu Gelb fahren. Das ist ein bisschen weiter von der Straße weg. Also quasi, wenn wir Gelb in der Zone drin sind, eher nicht die Häuser da vorne, sondern rechts ins Gebüsch rüber. Also hier, also rechts, hier so? Das rechte rechts. Oder das linke rechts? Das linke oder rechts. Das links. Links, du bist richtig. An den Häusern vorbei. Ach, noch an den Häusern vorbei. Hier nicht runter? Doch, ein Stück runter. Habe ich da nicht. Ich habe doch die gelbe Markierung. Also wir müssen jetzt nach... Ach so. Gelb. Gelb, genau. Ja, das war ja beabsichtigt. Ich wollte nur testen, ob du da mit dabei bist. Ja, du hast ja gerade gemerkt, ich bin so ein bisschen, ich habe wahrscheinlich zu wenig getrunken heute. Ach so, du musst trinken, Klabbi. Du hast viel zu wenig getrunken heute. Stimmt. Da links oben ist unser Haus, glaube ich. Magst du nicht nur ein bisschen Zaun kaputt fahren? Na gut. Nein, das fällt auf. Wie scheiße war das gerade? Wo warst du das? Ja. Ich will mal probieren, ob man durchs Fenster mittlerweile springen kann. Hier liegt eine Uzi. Ich höre ein Fahrzeug. Geh ins andere Haus rein. Aber jetzt höre ich es auch nicht mehr. Vielleicht ist es... Und ist vorbei gefahrzeugt. Ich frage mich, von wo die kommen würden. So, jetzt habe ich auch einen vernünftigen Helm. Boah, ich habe 8-Fachsucher gefunden. Die packe ich mal auf die SKS drauf. Das war ich jetzt nicht. Und das war verdammt nah. Ja. Hier läuft einer rum. Der ist hier noch im Haus. Der ist hier bei mir. Ich guck mal, ob ich was sehen kann.
du das? Nein. Bist du es immer noch nicht? Doch, das war ich. Ich habe 2 gekillt, Alter. Aber irgendeiner schießt noch. Ich glaube, der ist bei mir drin. Oder am Eck von meinem Haus. Ja, bei mir am Haus ist einer. Oder im Haus. Ich sitze im Obergeschoss. Ja, dann halt die Backen still. Ich bewege mich kein Stück, damit du dich konzentrieren kannst. Ich habe gerade 2 erledigt. Ich gehe den jetzt noch nicht holen, ich bin nicht lebensmüde. Alter! Soll ich mal gucken? Also du aus dem Fenster gucken kannst, ja, ich sehe dich. Wenn du, also links von mir, das heißt in Richtung Nordosten. Aber wir können doch die Backen stillhalten, die kämpfen scheinbar gegeneinander. Ich höre es von beiden Seiten schießen, ich hock mittendrin. Ich hab einen gekillt, Alter. Okay, dann könnte, wenn sich jetzt nichts mehr bewegt, könnte es das auch gewesen sein. Vielleicht waren das nur 3. Ne, einer ist noch. Geh davon aus, dass noch einer kommt. Ja, ich höre. Oder bist du das? Ne, ich bin das nicht. Von mir aus Richtung Südwesten. Der lootet jetzt wahrscheinlich die Leichen. Dann soll er mal kommen. Ich markiere schon mal die nächsten Stellen, wenn du ja, eine Möglichkeit siehst. Ich habe gerade ein bisschen Angst, mich... Wir müssen nicht so arg weit. Ich höre was laufen. Richtung Osten. Jetzt fährt er ein Auto weg. Ist das unser? Schießt du? Ja. Ist unser Auto? Ich meine ja. Boah, jetzt hilft das 8-Fass um natürlich gar nicht viel. Scheiße. Ja, wollen wir gucken, was er uns vom Loot übrig gelassen hat. Also ich bin jetzt wieder runter. Du läufst ja. Läufst du hin und her? Ich laufe, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, wir sind hier alleine. Hä? Wo hast du die denn erwischt? Hier oben. Hier liegt gar keine Lootkiste. Doch. Ich komme zu dir. Krass. Guck mal. Hier liegt noch. Komm, Klavi, wir müssen. Komm, wir müssen weiter. Ich bin total aufgeregt. Ich habe einen Herzschlag von 390. Ey, komm, mach, geh weg. Das Zweier-Zoom willst du nicht haben, was da noch liegt? Nein, ich kämpf so. Dass ich bin Profi jetzt. Na dann. Ich bin aufgestiegen von Noob zu Mega Pro, weißt du? Ich brauche keine lächerlichen. Aber fett war's, oder? Ziemlich so, jetzt heftig. Müssen wir die Beine in der Hand nehmen. Komm, Klappi. Ich will noch hier den ganzen Loot. Das ist alles ganz toll. Ja, komm, die Linie kommt. Ja, na gut. Ich komm. Mann, lauf, Klappi. Jetzt ist die Pistenhelke mit unserem Auto abgehauen, ne? Mhm. Pass mal auf. Das war aber nur noch einer von denen, von dem Team, ne? 3 umgenutzt, einer weg. Ja. Klingt schlüssig. Ja, ich sag doch, ich bin im Häuserkampf bin ich ein Ass. Aha. Yeah, ich bin schon ziemlich geil, Alter. Wollen wir echt da übers Feld? Ich hab einfach nur drauf gehalten und zufällig getroffen, Mann, weißt du. Ach, war das schön. Weißt du, der Schuss direkt hier ist Adrenalin.
So, wir wären in der Zone. Ich leg mich mal kurz hin. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Wir sollten eigentlich mal gucken, dass wir nach Gatka kommen. Ich kann irgendwie das entweder hier runter, also hier nicht, wird hier nicht hier hin, sondern okay, eigentlich eher in Richtung hier so, also hier so hin. Gatka würde ich gehen. Das ist okay, zwar ein bisschen. Lass uns das probieren. Für mich wäre die erste Zwischenstation wäre vielleicht hier. Da kann man sich verstecken und dann darüber lunsen und dann rüberlaufen. Also gelbe Markierung? Ja? Ja, passt. Okay, machen wir das so. Ja, ist okay. Oh, das ist sogar sehr gut gewählt, Klavi. Ich bin ja auch ein Noob. Vor allem vorhin so. Ja, ich gehe den doch da nicht suchen. Ich weiß nicht, wie viele es sind und ob die mir wehtun und wollen. Dann so, ja, ich bin ja voll die Pro. So, weißt du, direkt drei weggenutzt. So. Ach, das ist nur ein Traktor, der gelbe Punkt. Ja. Wieso? Was heißt nur ein Traktor? Kann man den nicht fahren? Nee. Schade eigentlich, oder? Ja, der ist außerhalb der Zone. Ja gut, dann nach Gatka. Kann man nicht fahren, ne? Ich glaube nicht. Ich guck mal, ob ich irgendwas sehe mit dem Zoom. Oh, ich hatte jemanden getroffen. Von wo auch immer. Also Fernwaffe, glaube ich. Ja, ja, von da hinten irgendwo. Was ist jetzt der Plan? Ja, flüchten. Wohin? Nach. Au, 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 shit! Bleib, 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 bleib. Ach so, scheiße. Ja, ich muss ja irgendwie aus der Schussbahn krabbeln. Ich dachte, du seist. Jetzt sehe ich ihn. Mal gucken, was so ein Achtfach-Zoom kann. Alter, du hast den fast weggenutzt. Komm, 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 komm. Schöne Reifen. So, jetzt hat er sich hingelegt. Ich sehe ihn, aber ich kann nicht in Zoom gehen. Jetzt hat er stillgehalten. Jetzt. Ich warte, bis er kommt. Ich warte, bis er kommt. Scheiße, irgendwo in meiner Nähe ist einer. Ah! Direkt neben mir. Ah, die waren zu zweit, die Schweine. Natürlich sind die zu zweit, Klavi. Ah! Alter, war das eine geile Runde. Das war eine richtig gute Runde. Leute, das war top. Oh Mann, ja. Klavi, das war eine richtig coole Runde, Alter. Eine richtig coole Runde. Ich spüre dein Adrenalin förmlich mit den dreien, die du umgehauen hast. Schade, schade. Wir haben es trotzdem nur auf Rang 19 gebracht. Na hey, immerhin. Immerhin. Aber immerhin. Die ersten Sporen uns verdient, oder du dir zumindest verdient. Kill, zwei Spieler. Wieso habe ich nur zwei gekillt? Ich habe nur drei gekillt. Ja, es waren ja wahrscheinlich zwei Teams, die da waren. Vielleicht haben die sich gegenseitig abgeballert. Die Lümmel. Und dann war noch einer übrig und der hat quasi gewartet und hat sich dann unser Auto geklaut. Ach, der Pimmelzwerg war das, ja genau. Okay, ja, geile Runde, richtig geile Runde. Klappe, ich würde sagen, wir sehen uns. Ja, genau, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich höre den Tommy jetzt nicht mehr, das passiert bei uns manchmal. Ist da. Ja, dann moderiere ich mal ab und sage euch allen vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne Kommentare und Anmerkungen und Däumchen und sonst was da. Liebeserklärungen nehmen wir auch entgegen. Bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße vom Tommy und vom Klavi. Ciao. Abo nicht vergessen. Ja.